Guten Morgen, es ist wieder Zeit für einen Vlog. Komm raus. Lang ist es her, dass Maxim dein Studio verlassen hat. Aber es ist soweit, wer den Titel lesen kann, der weiß, heute wird's magisch. Und den meisten ist auch bewusst, dass ich sehr, sehr alt bin. Das ist auch grundsätzlich kein Problem. Und hier sogar ein kleiner Vorteil, denn Magic ist ja ein Spiel, was ich damals in meiner Jugend sogar gespielt habe. Und nach etlichen Jahren kann ich meine Jugend wieder aufleben lassen. Aber zuerst gehe ich duschen. So, jetzt bin ich wieder schick und riech gut. Um aber nun Nostalgie zu verstehen, muss man erstmal wissen, wie waren denn eigentlich meine Magic-Erfahrungen? Naja, und bei mir geht das alles zur 5., 6. Klasse zurück. Ne? Da hatte ich einen sehr guten Schulfreund, der mir quasi Magic gezeigt hat. Und dann hatte ich einen sehr guten Grundschulfreund, der mir alles bezahlt hat. Diese alten Karten habe ich aber nicht mehr. Stattdessen hat mir die liebe Gina geholfen. Ne? Und ich habe jetzt mittlerweile, seht ihr das, wieder ein paar Magic-Karten natürlich dann entsprechend der Rarity geordnet. Und dann habe ich hier noch ein paar bekommen und mir schon mal ein paar Decks gebaut. Und dann habe ich hier so eine neue Expansion quasi ebenfalls bekommen. Und dann natürlich auch was überlegt. Und dann habe ich mir noch ein paar Decks gebaut. Na, das bedeutet, ich bin sehr schnell wieder in das Magic-Game reingekommen. Na, dank Gina merke ich gerade. Dankeschön. Und am Anfang dachte ich, dass es bei mir sehr lange dauert, wieder quasi in die Sets reinzukommen. Das letzte Mal, als ich quasi gespielt habe, war die 7. Edition und Nemesis oder sowas. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lang her. Und ich war schon eingeschüchtert, wie viele neue Karten und Mechanics es gab. Das bedeutet, es gibt Karten, die sehen so aus, die sind einfach in der Mitte gespalten. Dann hat man irgendwelche Planeswalker, die Game-Mechanic-mäßig nochmal ganz anders sind. Dann ist natürlich die Optik mit den Rahmen völlig anders. Also die Rückseite ist gleich, aber das ist schon sehr wild für so ein altes Auge. Na, dann hat man irgendwelche legendären Kreaturen, die dann für Commander, also im ganz neuen Spielmodus da sind. Und dann habe ich hier noch fucking Optimus Prime, der sich auf der Rückseite verwandeln kann. Dieser kompletten Überforderung haben aber zwei Dinge entgegengestanden. Erstens habe ich ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viel Erfahrung und konnte quasi das Basiswissen mitnehmen, um noch zu zocken. Was ich lernen musste, sind quasi die neuen Mechanics. Naja, und das Ganze ging übelst schnell, weil Magic mehrere Methoden hatte, um es Einsteigern freundlich zu machen. Meine Kinder, die sind beide 8 und 10 Jahre alt, können mittlerweile auch Magic spielen, weil wir diese Jumpstart-Booster hatten. Das sind quasi so 20 Karten oder 2x20, die haust du zusammen und hast ein Deck. Das ist natürlich sehr, sehr simpel gehalten, das muss man ganz einfach sagen. Aber dadurch ermöglicht es dir, die ersten Spiele zu wagen und einfache neue Mechanics zu lernen, weil auf den Karten die Beschreibungen von neuen Sachen nochmal draufstehen. Naja, und seien wir ehrlich, im absoluten Notfall hat man ja noch das Internet, ne? Da kann man ja nachgucken. Für mich persönlich aber das Wichtige, dass das Ganze eine soziale Erfahrung ist und dazu komme ich gleich. So, Auto lädt und ich suche mir jetzt ein paar Nerds, mit denen ich Magic spiele, denn das ist hier ein ganz besonderer Ort, wo ich jetzt hingehe. Denn ich habe bisher nur 2 Turniere mitgemacht. Eins war mit Constructed Decks, das war eine Katastrophe, da wurde ich komplett turbostompt, aber habe noch nie Decks gebaut. Und einmal, da haben wir Sealed gespielt, das bedeutet, wir haben Booster Packs bekommen und mussten daraus ein Deck bauen. Und da war ich richtig gut. Look at you! Dieses Grinsen. Hallo, ne? Lange nicht gesehen, Leute. Also, ich mache jetzt erstmal die Nico fertig. Guck mal den Nico an. Ja, das ist du machst das gut. Er hat nur geschmeckt. Ey, du musst aber auch, weil er es sich erlauben kann. Okay. Oh. Ich glaube. So Leute, sieht gut aus. Ich habe hier so einen dicken Boy und noch so einen dicken. Und die Schlacht. Das schaffst du nicht. Das ist meine Schlacht. Das ist eine Achterschlacht. Zweitens, ich bin guter Dinge. Ja. Denn ich habe hier wirklich eine Karte. Alter, da wirst du. Du wirst hier gleich. Ich will hier gleich heulen. Ich spiel. So Leute, mein erster Win ist da. Wie hat es angefühlt? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Doch, ich habe eine App. Alles weg. So ist mein Handy. So, jetzt habe ich die liebe Gina ran. Look at that. Na und ja, ich hoffe natürlich auch das Beste. Ich habe sehr gut gezogen, muss ich sagen. Dreimal dann auch noch. Tschüss. So, und hier ist nochmal der Maxim aus dem Off, der jetzt noch ein bisschen mehr erklärt, was denn vor Ort war. Denn wir waren quasi im Funtainment Store, will ich mal sagen, in Berlin und dort wurde quasi dieses Pre-Release-Event veranstaltet und wir hatten da leider gar nicht so viel Zeit tatsächlich, also 4 Stunden lediglich und die gute Gina hat am Anfang erklärt, was so das Besondere an dem Set ist, zu dem Punkt komme ich auf jeden Fall noch. Und dass das jetzt hier verschiedene Turniermöglichkeiten für uns gibt. Das bedeutet, es gibt auch passend quasi eine App von Wizard.
die uns dann ermöglicht, quasi an solchen Turnieren teilzunehmen. Da gibt es quasi Organisatoren und man kriegt dann einen entsprechenden Code, kann den eingeben und ist dann quasi Teil dieser ganzen Geschichte. Wir sind dann quasi jetzt in unserem Kreis geblieben, weil es für uns organisatorisch auch einfach dann leichter war und die Zeitrestriktionen, die man bei solchen Zielturnieren hat, sind ein bisschen geringer. Also man hat so knapp 50 Minuten, um dann quasi ein Deck zu bauen. Das Ganze hat mega viel Spaß gemacht, aber kostet halt super viel Zeit, weil es ja auch viele neue Karten offensichtlich sind, die entsprechend auch erstmal gelesen werden müssen, dann noch geordnet und dann natürlich geguckt, okay, wie machen wir da jetzt 40 Karten Deck draus? Na, macht mega Spaß, aber der Zeitdruck war tatsächlich enorm. Während dieses Pre-Release-Events haben wir selbstverständlich das neueste Set gespielt, und zwar Marsch der Maschinen. Das Ganze ist jetzt auch im Handel erhältlich und selbstverständlich sind passende Links auch in der Beschreibung, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Bezogen auf die Karten selbst gibt es quasi drei neue Mechanics. Für mich sind einige, also viele andere auch neu. Ich kann jetzt zum Beispiel transformieren nicht. Ich zeige das hier mal so ein kleines bisschen. Transformieren sorgt quasi dafür, dass du gewisse Mana-Kosten zahlst und dann kannst du die Karte rausholen und hast auf der Rückseite eine verbesserte Variante davon, die dann auch irgendetwas Besonderes kann. Die Haupt- oder die neuen Hauptfähigkeiten sind aber super interessant. Zum einen gibt es jetzt Schlachtfelder. Na, Schlachtfelder sehen so aus, die sind quasi von Natur aus seitlich und diese Schlachtfelder kommen auf die gegnerische Seite. Na, das bedeutet, da muss man mehr oder weniger drauf angreifen. Normalerweise hat man ja Planeswalk, mit dem ich auch noch nicht so viel gespielt, aber du kannst immer jetzt quasi entscheiden, wenn du, also ob du den Gegner angreifen willst oder ob du die Schlacht angreifen möchtest, die du dem Gegner ins Gesicht geballert hast. Meistens gibt es noch Effekte dazu, weil man sieht ja schon, dass gewisse Mana-Kosten dabei sind. Und dann, wenn die Schlacht bei 0 HP ist, boom, transformiert sich das Ganze. Und in diesem Fall ist eine Verzauberung, die deinen Kreaturen plus 1 gibt. Ne? Also du erarbeitest dir quasi die Effekte dieser Schlacht. Und das können unterschiedlich sein. Da gibt es auch Kreaturen, da gibt es Effekte, da gibt es Hexereien, glaube ich auch. Also es gibt da wirklich sehr viele kranke Dinge, die man sich mehr oder weniger freischaltet. Und es ist quasi wie so ein Reverse Planeswalker, den du töten musst, aber deinem Gegner quasi gibst. Also mega nice. Und dann gibt es noch Hilfestellung. Hilfestellung ist auch neu. Das steht ja auch nochmal beschrieben. Hilfestellung 1, 2, 3. Das bedeutet, du spielst diese Karte und kannst eine +1/+1 Marke auf die Einheit legen, ne? Und dann hat die zum Beispiel hier noch Lebensverknüpfung und würde Lebensverknüpfung an die Einheit, die die Marke bekommen hat, bis zum Ende des Zuges auch noch geben. Da gibt es dann natürlich später dann Karten, die so eine Eigenschaftsliste haben, ne? Und dann entsprechende +1/+1 Marke oder noch mehr gibt es tatsächlich, also es gibt auch die Hilfestellung 2, 3, 4, ne? Packst quasi übelst viele Marken auf die Unit und noch die Eigenschaften bei Bedarf. Kannst diese Karte aber auch so spielen, das wäre jetzt quasi für 4 Mana eine 3-3er Lebensverknüpfung. Jetzt natürlich nicht überragend, ne? Aber die Grundidee davon auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann ist noch eine weitere Mechanik neu, und zwar das Inkubieren. Oh, das habe ich jetzt, ist egal, brauchen wir gar nicht. Inkubieren ist eine sehr interessante Fähigkeit. Ich habe auch den hier sehr gerne gespielt. Das heißt, wenn der ins Spiel kommt, wird quasi zweimal Inkubieren gezockt und dann erschafft man ein Artefakt. Das ist so ein Ei. Und dieses Ei hat als Fähigkeit, zahl 2 Mana und dann transformiert sich das Ei. Da gibt es auch extra wieder Karten dazu, also wie Spielmarken plus als fertige Magic-Karten. Und die drehst du dann um und dann ist das eine 1-1er, 2-2er, 3-3er, 4-4er, was auch immer. Je nachdem, was quasi als Inkubieren dastand. Und das war halt sehr, sehr interessant, weil diese Unit zum Beispiel, die spielst du, hast Inkubieren 2. Und nächste Runde kannst du nochmal 2 Mana ausgeben oder auch in der gleichen Runde, wenn du es hast, und diese Karte umdrehen. In der nächsten Runde wäre es natürlich praktisch, weil du dann auch die mit dieser Unit sofort angreifen könntest. Na, das kann man ja normalerweise nicht wegen Einsatzverzögerung, aber wenn es ja das Artefakt, das Ei schon länger da liegt, ist geil. Und der hat natürlich den besonderen Effekt, dass er noch Marken draufpackt, wenn es zu einer Transformation kommt, also hier speziell einen Phyrexianer transformiert. Und diese Spielsteine, ne, diese Artefaktkreatur ist dann natürlich auch ein Phyrexianer. Ja, das kommt jetzt quasi auch noch dazu. Also Inkubieren, auch eine sehr, sehr coole Fähigkeit, war super nützlich. Also du hast dann tatsächlich mit wirklich vielen Spielsteinen gesnowboard. Auf jeden Fall haben wir da entsprechend das Turnier dann versucht durchzuziehen. Best of 3 war der Plan. Wir haben das dann so ein bisschen beschleunigt. Ich habe 2-mal gewonnen, 2-mal verloren. Das könnt ihr hier entsprechend sehen. Das ist das Gesicht der Verzweiflung. Nicht Verzweiflung.
steht 1-1. In der ersten Runde habe ich gegen 16 legendäre Karten verloren. Knapp, by the way. Und jetzt habe ich eine Karte gezogen. Die ist Silber. Win! Win! Und grundsätzlich, muss ich aber sagen, hatte ich halt mega viel Spaß. Der Laden war auch gerammelte voll. Also die hatten halt übel viel Freude gehabt. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Also man hat so richtig abgenerdet. Und ja, also das, was ich halt merke, ist auf jeden Fall, dass man extrem viel Zeit mitbringen muss. Also das ist halt so ein Faktor, den man bedenken muss. Wir gerade gegen Ende haben Malte und ich dann versucht, noch ein Best of Three zu machen und haben das quasi wie durchgerusht. Haben zum Glück quasi basically die gleichen Karten gehabt im Sealed, witzigerweise. Und das war schon lustig, ne? Und haben uns dann natürlich entsprechend ausgetobt. Aber ich kann es jedem ganz, ganz krass empfehlen. Also ich hatte wirklich illegal, unfassbar viel Spaß und die neuen Karten sind dann natürlich ebenfalls nochmal Motivation, sich dann neue Sachen zu bauen. Gerade auch für Anfänger würde ich sagen, ey, alles cool, bleibt ruhig, wenn man so eine Karte mal nicht versteht, kann man im Internet nachgucken. Und das Wichtige ist da wirklich dieser soziale Aspekt, dass man gemeinsam zockt und Spaß hat. Und das hat mir so viel Freude bereitet, ne? War übel geil. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Vlog geht jetzt weiter, normal weiter, auch wenn nicht wirklich lang. Maxim aus der Off-Stimme ist raus. Wenn du willst, für deine. Also, ich habe jetzt den Malte besiegt. Das war sehr schön, war ein volles Best of Three. Wir haben beide exakt das gleiche Deck gezielt, wohlgemerkt, entzielt. Mit ganz wenigen Unterschieden. Es gab diese Verzauberung. Meine Unit-Types sind für sein Designs. Und dann gab es noch eine Unit-Type, muss nicht tappen. Und dann ganz viele Unit-Types. So, wir sind jetzt schon wieder durch. Ich erzähle dann quasi noch später, wie es war. Grundsätzliches Fazit, absolut nice. Hat illegal viel Spaß gemacht. Ich glaube, das einzige Negative, was man sagen kann, ist, dass es zeitlich super schwer ist. Ich war jetzt quasi 4 Stunden dort und die vergingen so. Also wir haben unser Turnier mit 6 Teilnehmern, glaube ich, jetzt nicht mal ansatzweise geschafft. Also wir haben dann quasi von Best of 3 auf Best of 1 geändert und waren immer noch nicht durch. Naja, es war absolut wild. Und dadurch natürlich sozial betrachtet mega schön. Also es hat richtig Spaß gemacht, komplett abzunörden, aber man muss sich Zeit nehmen. Also der Tag ist BAM! Der war so schnell gone. Und trotzdem bin ich natürlich Magic super, super dankbar. Es war eine übel geile Erfahrung, aber man muss halt einfach viel mehr, also viel, viel mehr Zeit einplanen, damit man auch die Züge und so weiter genießt. Wir sind jetzt quasi so ein bisschen durchgerusht am Ende auch. Aber grundsätzlich großes Dankeschön. Schaut auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung, denn viele Stores dieser Art bieten quasi so ein Turniersystem und die Teilnahme entsprechend auch via App allen Leuten an, die Bock haben. Und der Laden war gerammelte. Also da waren dann einfach übel viele da, die dann entsprechend Magic zocken. Also super nice, große Empfehlung von mir.